Ausweichen ist jetzt nicht so eine gute Option. Ja. Stehen bleiben ist eine gute Option. Nicht ausweichen. Naja. Genau. So. Jetzt braucht sie keine Panik haben. Die wird sich sogar bedanken. Beobachte das. Ja, danke auch. Ja, und langsam weiter. Ja, easy, easy. Türen, da guckt deine 30, ne? Bisschen links rüber. Genau. Kein Gas, guck mal, die stehen. Mhm. Wenn du vorausschauend fährst, hast du manchmal Glück. Also jetzt wir nicht, wir müssen wieder Kupplung drücken. Erster Gang. Ja, bleib oben mit deinem Blick. Ja. Lass dir Zeit. Du beeilst dich noch in solchen Situationen, merkst du das? Ja, ja. Einfach chillen. Ich weiß, das ist so leicht gesagt. Ruhig zweiter Gang. Einfach mal auf Lock so. Ist so. Bisschen links rüber. Siehst du die? Bremsen. Das ist vorausschauend. Erinnerst du dich an die Ampel gerade? Wie weit du nach vorne geguckt hast? Ja, ja. Das gleiche musst du jetzt auch machen. Guck mal, jetzt brauchst du nicht schalten, kannst du langsam wieder lösen, weil du weit nach vorne geguckt hast. Das hilft mir. Ja, es ist auch tausendmal entspannter, als wenn du da die ganze Zeit hier... Nicht im Moment leben, in der Zukunft leben. Also ich lebe ja auch gerne im Moment, das muss ich dazu sagen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Freitag kommt. Ja. Guck mal, oben rechts das Schild. Ja. Immer wie schnell darf man da fahren? 50. Genau. Und dritte Gang. Also wenn du natürlich 100 fährst und du vergisst, dass da gleich eine Kurve kommt. Ja. In dem Moment leben ist gut, aber der ist dann auch ziemlich schnell zu Ende, der Moment. Genau. Oh. Boah, jetzt stehen wir. So, jetzt wolltest du aufpassen. Ich habe stabilen Nacken, kein Problem. Okay, perfekt. Das braucht man für die Fahrschule. Das auf jeden Fall. Das ist, das ist very importantes. Jawohl. Wenn es passt. Genau. Da. Ruhig wieder drauf drücken. Check hinter dir. Genau. Und ein bisschen Gas. Jo. Ruhig ein bisschen Gas geben. 50 darfst du erfahren. Wenn du Gas gibst, dann sieht der Prüfer auch, du weißt das. Hände wieder ein bisschen runter. Noch weiter? Ja. Ein bisschen Gas geben noch. Versuch dynamisch zu fahren. So smooth, nicht so abgehakt, ne? Ja, und dass du quasi jetzt an der Kurve oder vor der Kurve ruhig ein bisschen bremst, das kannst du ja machen. Siehst du das Schild, was da drauf steht? Ah, nicht zu sehr bremsen, ne? Weiterfahren, was machst du? Da steht nur 30 Tonnen drauf. Der Radweg hat mich erschrocken. Okay, kein Ding. Oh, Polizeistopp, den haben sie gefangen. Mich noch nicht. Wasser ist geklaut. So, ruhig wieder ein bisschen Gas geben. Aber wenn du 30 fährst, denkt der Prüfer, du hast gedacht, hier auf dem Schild steht 30. Oh, nee, um Gottes Willen denke ich doch nicht. Ja. Aber wenn du 30 fährst, denkt er so, die Straße ist etwas huckelig. Aber das ist scheißegal. Wenn hier 50 ist, musst du Gas geben. Guck mal, du hast jetzt wieder auf 30 gebremst. Dann ist der Prüfer irritiert und denkt sich so, warum macht er das? Ist er unsicher? Nein, ich doch nicht. Gut. Ruhig nur drauf drücken. Also ruhig mehr Gas. Ne? Wenn du zwischendurch kurz den Radweg schneidest, kein Problem. Guck in die Spiegel, dass da keiner ist, dann ist alles gut. Ja, hinter uns sieht relativ gut aus. Guck mal, wo die stehen. Ja. Keiner hat geguckt, keiner hat geblinkt. Achso, musste ich dafür? Naja, die stehen ja auf der Straße. Du fährst ja schon ein bisschen an denen vorbei. Okay. Es sieht gut aus, wenn du es machst. Wenn du es nicht machst, bist du nicht durchgefallen. Also der Prüfer sagt nicht so, so eine Scheiße. Aber er sieht, dass du es nicht gemacht hast. Langsam, Hand kannst du schon mal einen Schalthebel legen, sodass du gleich direkt entweder erste oder zweite wäre die Ampel grün geworden. Ja, direkt zweiter Gang, gar nicht lange warten, genau. Dann ist der Übergang auch nicht so. Ja, so abgehakt. Mhm. Bisschen links bleiben. Dritter Gang. Korrekt. Boah, ich sehe nicht, ob hier in der Kurve gleich einer steht. Du? Nee. Gut. Aus dem Kreis fahren wir geradeaus wieder raus, also oben quasi. Ruhig Kupplung, Bremse. Jetzt schon alles vorbereiten. Ich finde, ruhig weiter, weiter, weiter. Du musst bis an den Radweg dran, ne?
dass du nicht mitten auf dem Fußgängerweg stehen bleibst. So, hier stoppen und dann erster Gang. Und dann fährst du, wenn du dich wohlfühlst. Jetzt fühle ich mich wohl. So, dann fahren wir. Guck noch mal rüber. Genau. Dritte wieder raus, das ist da oben. Mhm. Wenn es passt, zweiter Gang im Kreis. Yep. Spiegel, Schulterblick, kein Gas mehr geben. Lass dich einfach hier durch kutschieren. Wie eine Omi. Genau, damit du Zeit hast, alles zu sehen, zu gucken. So, jetzt so langsam, wenn du den Überblick hast, kannst du wieder drauf drücken. Aber erst, wenn du den Überblick hast. Ampel sieht gut aus. Cool. Und wieder Gas geben, ne? Dass du jetzt auch auf 50 kommst. Vor der Kurve kannst du dann wieder bremsen, das ist kein Ding. Aber wenn du hier zwischendurch nicht 50 fährst, denkt der Prüfer, du hast es nicht gewusst. Schild gut lesen. Mhm. Ich dachte, da steht eine schöne 30 drauf. Ja. Und darunter steht werktags außer Samstag 7 bis 16 Uhr. Zweiter Gang. Ruhig wieder ein bisschen Gas geben. Ja, bei 30 bleiben. So lange. Bis die 50 da ist. Genau. Wir fahren dann gleich an der Ampelkreuzung rechts weiter. Jetzt schon mal Spiegel gucken, Schulterblick, Blinker, der ganze Salat. Ja, und weil du im zweiten Gang bist, blink nochmal. Weil du im zweiten Gang bist, können wir theoretisch, wenn alles gut bleibt, einfach weiterfahren und abbiegen. Nochmal weit nach links gucken, also dreh dich ruhig so ein bisschen noch auf dem Sitz, genau. Und wenn dann gut ist, dann kannst du draufdrücken. Ja, kann cool. Wir fahren jetzt gleich durch Dortmund-Scharnhorst. Oh. Ja, Dortmund. Was denn? Autobahn? Nein, nein. Aber ruhig dritte Gang, ne, weil kein Schild steht. Dortmund-Scharnhorst zerstört ein. Oh nein. Also mehrdeutigen Sinne. Wenn du gleich ein bisschen Gas geben, ne, weil sonst, wie gesagt, guck mal, du musst immer deinen Tacho kontrollieren. Wenn du bei 30 bleibst, dann denkt der Prüfer, du hast es nicht gewusst. Ein bisschen links rüber. Da geht quasi eine Straße gerade durch Scharnhorst. Und du musst auf dieser Straße ständig Erster und Zweiter abschätzen und gucken, kann ich fahren, kann ich nicht fahren, du musst tausendmal beobachten. Also du kommst nicht durch diese Straße, wenn du versuchst, dich irgendwie da durch zu mogeln. Genau, das wird wie bei Takeshis Castle safe nicht klappen. Oh Gott, okay, da freue ich mich ja schon drauf. Du musst alles langsam und kontrolliert machen. Okay. Dann wird's gut. Das liebe ich doch. An der nächsten Ampel fahren wir links. Mhm. So, Spiegel hast du schon geguckt, kannst schon mal blinken locker. Und dann fahren wir locker auf die Spur hier, schön links rüber. Kupplung, Bremse jetzt schon locker werden. Ich glaube, wir können ihm hinterher fahren. Mhm, check deine Ampel nochmal. Erster Gang. Weiterfahren, weiterfahren. Also wenn du ihm hinterher fährst, musst du auch so, genau. So, zweiter Gang vorm Abbiegen, nicht mit Gas abbiegen. So, Schilder gucken. Mhm, 30er Zone. Genau. Ich halte es aber, wie gesagt, für ein Gerücht, dass man hier mit 30 durchkommt. Du hast jetzt da vorne schon so Verkehrsinseln, siehst du die? Ja. Bleib immer locker, mindestens 5 Meter vor diesen Inseln stehen und entscheide, ob du fährst oder der andere fährt. Ja. Aber eine Entscheidung musst du jetzt treffen. Ja, jetzt fahre ich. Dann musst du Spiegel gucken und einen Seitenblick machen. Und langsam, hier ist direkt rechts vor links. Fuß über die Bremse, lass dir Zeit. Merkst du, dass du schnell hier durchschrumpfen willst? Ich check genau, was du meinst, ja. Guck mal, und jetzt, wenn du vorbeifährst, Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Schulterblick und ganz raus. Also so mittig fahren. Wenn du zurück willst, wieder Spiegel gucken und wieder zurück. Gott, das ist ja ein richtiger Kampf hier. Ja, ja. Wenn du rausfährst, musst du komplett mittig fahren. Also nicht versuchen, dich noch so ein bisschen hier zu halten, ja, ja, sondern richtig rausfahren. Keine halben Sachen. Mm-mm. So, nicht beeilen, weil du jetzt schon wieder eine Entscheidung treffen musst. Fährst du oder fährt der andere? Mhm. Ich, oder? Weiß ich nicht. Innenspiegel, Ausspiegel. Ne? Gut. Auf den OP gucken, nicht, dass er mit seinem Fahrrad über den Fußgängerweg fährt. Kann ja passieren. Hinter dir hast du im Griff? Ja. Okay. Immer. So, der Kreisverkehr sieht entspannt aus. Ist er aber nicht. Nee, den kannst du nur im ersten Gang nehmen. Sonst kickt der dich komplett raus. Erstmal langsam weiter anbremsen. Genau. Den Benz beobachten. Wenn wir gleichzeitig reinfahren, schaffen wir das. Mhm. So, schöne große Kurve fahren. Wir fahren geradeaus raus. Gas würde ich nicht geben, also das musst du gleich richtig kurbeln. Spiegel, Blinker, Schulterblick, ganz im Salat. Jo.
Also, wir folgen dann der Vorfahrtsstraße. Man kann super nicht. Noch links, ne? Ja, ja, genau. Super nicht gut lesen. Blinken trotzdem, dass alle checken, was du machst. Und dann große Kurve. Schön rum. So, und jetzt zum Beispiel musst du in der Prüfung wieder selber entscheiden, wo wir langfahren. Langsamer, ja, du brauchst mehr Zeit. Rechts. Warum? Nee, nicht rechts. Weiß ich nicht. Wir dürfen nicht rechts. Weiß ich nicht. Doch. Da ist verboten. Ja, ja. Dann blinken. Und guck mal, du hast jetzt gar kein Gas gegeben. Wenn du Gas gibst, ist das alles vorbei. Es wäre jetzt schon over so. Schaffst du das nicht? Ich wäre da schon drin. Wenn du zu schnell bist. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Jetzt 50, drück drauf. Genau. Locker dritte Gang. Ist alles gut. Aber in diesen engen Stellen, hier, wo alles cool ist, drück drauf, fahr 50, super. Ja. Aber da drüben. Da wäre es schwierig gewesen. Yep. Links fahren wir gleich weiter. Jetzt schon. Spiegel checken. Genau. Und Kupplung, Bremsen und erster Gang. Weil du nicht so gut siehst. Mehr Bremsen noch. Genau, jetzt geht auch der erste Gang rein. Und dich einfach langsam weiter rantasten. Nicht, nee, nicht Gas geben. Ruhig weiter. Da hinten ist deine Wartelinie übrigens. Ne? Oh. Das hier ist der Radweg. Ruhig noch weiterfahren, kannst schon ein bisschen lenken. Lenk ruhig schon ein bisschen. Nochmal nach links gucken. Genau, das vor dem Weißen passt ja locker. Ne? Und Gas geben. Und dritte Gang. Genau. Das ist ja richtig Arbeit. Mhm. Zum Glück habe ich dich hierbei. Ja, ein bisschen was muss ich auch machen. Ortseingang, Dortmund, Grevel, wunderbar. Ein bisschen Gas noch geben, ne? Weil sonst, wenn du wieder bei 30 bleibst, dann sagt der Prüfer, warum traust du dich nicht so? So, jetzt verstehe ich, warum man sich nicht traut. Es ist viel zu viel los, Bremse, zweite Gang, es ist alles cool. Du musst ja auch abschätzen, kommt jemand von vorne oder nicht. Ein bisschen links bleiben. Wenn du fährst, Spiegel, Schulterblick, ganzen Salat, genau. Oder auch nicht. Okay, wenn du eine Entscheidung triffst, gibt es nur ganz oder gar nicht. Ja. Bleib hier, alles gut. Hast du gemerkt, dass das war die falsche Entscheidung? Aber du kannst nicht halb. Du kannst nur ja oder nein. Ja. Weil wärst du rübergefahren, hättest du die Dinger hier weggeklatscht. Das will ich auch nicht. Und mein Job ist wirklich, dich quasi so darauf vorzubereiten, dass ich das selber checke. Ja, und dass du selber auch für dich eine gute Entscheidung triffst. Es wäre auch okay gewesen, wenn du weitergefahren wärst. Wenn du das kontrolliert gemacht hättest. Mhm. Aber bei dir, so, du bist raus und dann hast du so gedacht, boah, scheiße, wieder zurück oder nein. Ja. Und jetzt kommt der. Diese Entscheidung, die muss richtig gut sein, wenn wir Prüfungen machen, dass wenn da jemand kommt, dass egal, ob der sich beeilt oder du wartest, dass diese Entscheidung einfach Substanz hat. Ja. Nicht so aus der nicht Hüfte so geschossen. Ja. Ein bisschen Gas, sonst schaffen wir die Dinge nicht. Genau. Und dann fahren wir gleich rechts am Ende. Mhm. Da sehe ich schon das Stoppschild. Gut. Spiegel schon kontrollieren. Schmeiß schon Blinker an. Weiß. Bis zur Linie, ne? Weiter. So, erster Gang. Und dann tastest du dich. Guck mal, wo die Wartelinie ist von dir. Da hinten. Ach, das ist die? Ja, ja. Jut. Er hat richtig Bock. Oh, ein bisschen Gas geben wieder, ne? Weil ein Berg kommt einfach. Sonst fällst du zu sehr runter von der Geschwindigkeit. Sobald du über die Kuppe kommst, halt Gas wieder zurück, ne? Also, dass du auch damit dosierst. Dynamisch. Mhm. Wieder Gas geben. Wenn du, ich sag mal, da wo 50 ist, so ein bisschen über 40 bist, verleitest du die alle zum Überholen, weil die sich denken so, ach komm, 50 geht. Ja. So, siehst du, was da vorne kommt? Ja. Guck mal schon mal runter. Schaffen wir das alles im dritten Gang? Ja, safe, oder? Nee. Spiegel gucken, blinken. Zweiter Gang. Und langsam lösen. Guck mal, wie viel entspannter die Kurve jetzt im zweiten ist. Immer, also, ich sollte immer auf dich hören. Also wir hätten es vielleicht im dritten geschafft, aber dann mit ESP und... Es wäre so ein bisschen Tokyo Drift gewesen, so, ja.
So, vor der nächsten Kurve hast du sogar ein Schild. Ja. Siehst du das? Erstmal jetzt fester runterbremsen. Guck mal, und jetzt ist Folgendes passiert. Beide Schilder sind kombiniert. Also 30 und gefährliche Kurve sind zusammen. Ja. Kupplung erstmal lösen. Ganz lösen die Kupplung und bremsen noch ein bisschen. Genau. Das bedeutet, bleib ruhig an der Bremse, ne? Das bedeutet, die Geschwindigkeit ist nur für die Gefahr. Was war die Gefahr? Die Kurve. Das heißt, ab hier darfst du? Wieder 50. Ohne, dass ein Schild steht. Ja. Das checken die meisten nicht. Ich habe direkt gecheckt, ne? Korrekt. Hast du einen guten Lehrer? Ich habe den besten, ja, ja. Nein, aber es ist wichtig, dass du das auf dem Schirm hast, ne? Weil viele fahren dann hier raus und warten, bis da hinten irgendwo mal ein 50-Schild kommt. Das ist nicht richtig. Guck mal, wenn ich bis jetzt 30 gefahren wäre, die dann richtig wütend. Ja, nicht nur das, der Prüfer sieht, dass du es nicht gecheckt hast. Der wäre auch ein bisschen wütend dann. Ja, links fahren wir gleich weiter, die nächste, da wo der da rauskommt. Kannst du jetzt schon wieder alles vorbereiten. Genau. Wenn es geht, im zweiten alles lösen, damit die Motorbremse wieder kommt. Und dann locker ohne Gas. Du musst eine riesen Kurve fahren übrigens. Genau, und jetzt rum. Quasi jetzt in Ruhe wieder erstmal drauf drücken. Das hat sich gut angefühlt. Ja, weil du auch gut vorbereitet warst. Ach, danke schön. Ja, guck mal deine Geschwindigkeit. 15. Ja, wie schnell du fährst. Das war wie in der Kreuzung. Viertel vor drei. Gut. Und wieder Gas geben. Es ist nicht einfach, die Geschwindigkeit zu halten. Ne? Du musst da immer wieder drauf gucken. Guck mal, wie schnell du gehst. Guck mal, wie jetzt du bist. Wieder Gas geben. Du musst das immer wieder kontrollieren, ne? Und dann geht's bergauf, dann geht's bergab, dann so, dann kommt ein Hindernis, dann ein Auto. Du musst die ganze Zeit immer dynamisch bleiben und konzentriert dafür, dass du das weit vorausschauen siehst, was da passiert. Weil jetzt sieht's ja gut aus, da ist 50, wir können weit nach vorne gucken, alles cool. Guck mal, was da vorne kommt. So, wir fahren gleich rechts weiter. Kannst jetzt schon alles einleiten. Yep, genau, Kupplung durch, gut runterbremsen. Weiter runterbremsen. Weit links beobachten, Kupplung lösen, immer vor der Kurve. Mhm. Wie so ein Wackeldackel. In 80 Metern, siehst du, was kommt? Ein Fußgänger überwegs. Und da sind sogar passend Fußgänger. Und weil du rechtzeitig reagiert hast, brauchst du nicht krass bremsen, kannst einfach locker drauf zufahren, nimm ein bisschen Gas noch weg, können die da in Ruhe durch. Nice. Wir fahren dann rechts weiter. Mhm. Erst Spiegel gucken, da blinken, hier ist schon die Straße. Erste Gang, weil du gar nichts in der Straße siehst, ne? Yep. Der steht auf der Straße, also mit Anticken, ne? Auch das ist jetzt wieder so ein Teil Prüfungsstrecke. Einfach, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was die nachher auch von dir sehen wollen. Ja. So, wer hat hier Vorfahrt? Ich. Ja, von wo musst du aufpassen? Rechts. Fuß über der Bremse, nicht bremsen. Oder erste Gang, aber den zweiten kannst du nicht runterbremsen. Ne? Mhm. Du merkst ja, guck mal, der zweite rollt mit so einer Kerngeschwindigkeit. Gib mal gar kein Gas, mach mal gar nichts. Der rollt ja einfach so mit, was das ist, keine Ahnung, 15 km/h. Wenn du jetzt anfängst zu bremsen, ganz langsam, guck mal, was er macht. Der fängt an zu knurren, merkst du das? Und wenn du ihn auf 10 runterbremst, irgendwann wirkt er ab. Ja. Dann schafft er das nicht. Deswegen lieber erster Angang bei so unübersichtlichen. So, und jetzt wird es gleich spannend. Oh, das gefällt mir nicht. Boah, wenn du dir Zeit lässt, hast du für alles gute Karten. Okay, das kann ich auch. So, guck mal. Kupplung, Kupplung. Genau. Ja, das ist wirklich interessant hier. So, jetzt gib mal nicht so viel Gas, weil du musst jetzt auch noch erkennen, in was für eine Straße wir reinfahren. Steht in eine Spielstraße? Nee, das ist nur so ein Ding, so ein Bürgerschild. Da an dem Schild steht noch was. Einbahnstraße. Mhm. Jetzt Spiegel, Blinker, Schulterblick, weil du an dem vorbeifährst. Und weil du in einer Einbahnstraße bist und vorne folgendes Schild steht. Ach so, ja. Dann bleib mal kurz stehen. Gut, stopp. Was musst du jetzt machen? Also wo lang? Links. Ja. Wo musst du dich einordnen? Links.
Genau. Das musst du am besten jetzt schon vorbereiten, damit du nicht gleich so schräg auf der Straße stehst. Je eher du das siehst, je einfacher hast du es. Mhm. Also quasi am besten jetzt. Guck mal, du hast ja gesehen, da vorne, erster Gang rechts vor links, schon voll eng. Dann steht da nur das Auto, dann kommt da noch das und du musst das Schild erkennen. Das ist alles ein Beispiel dafür, wie, dass du das nur schaffst, wenn du es langsam machst. Beeil dich. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Okay. Spiegel, Schulterweg, Blinker und dann ganz links rüber. Korrekt. Nochmal blinken, wenn er halt ausgeht. Juhu. So, und dann wieder alles gut. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Und dann passt das. Ruhig weiter Gas geben. So, jetzt wird es nochmal tricky. Wir biegen links ab. Okay. So, am besten schalten. Stoppen brauchst du nicht unbedingt. Ja. Ich habe ein bisschen zu ruhig jetzt. So. Wo muss dein Fuß jetzt sein? Bremse. Genau. Und dann kannst du wieder Gas geben. Viele schießen sich hier ab, weil die denken so, kommt keiner, geben dann Gas. Und der Prüfer sagt, was machen Sie da? Was mit Auge? Warum diese? Warum? Auto mach so, ich mach so. Unfall. Ja, Fuß musst du über der Bremse sein einfach, ne? Damit der Prüfer Haken machen kann, bremsbereit. Mhm. Rechts fahren wir weiter. Kannst du gut so was sehen? Mhm. Ich würde den ersten wieder nehmen, ne? Einfach so, dass wenn du jetzt erkennst, boah, kommt ein Auto, stehen bleiben. Das ist wieder was mit dieser Entscheidung. Hier gibt es keine halbe Entscheidung. Entweder ja, du fährst oder nein, du wartest. Aber so halb hier zu warten macht keinen Sinn, weil du passt gar nicht gut rein. Ruhig zweiter. Genau.